Hey Leute, herzlich willkommen zum nächsten Teil des Rumänien-Let's Plays. Ich habe mich jetzt doch entschieden, einen Kessel erst zu machen, bevor ich nach Moskau vorrücke. Ganz einfach aus dem folgenden Grund, dass Deutschland es irgendwie schon geschafft hat, 3,2 Millionen Mann im Krieg bisher zu verlieren. Und die Sowjetunion erst 1 Million Mann verloren hat, wobei 1 Million Mann davon, also ungefähr 400.000 Mann sind in dem Kessel hier vorne in den Wald gestorben. Im Moment scheint es wirklich nicht so super um die Deutschen zu stehen. Die scheinen wohl irgendwie hier unten den Krieg gegen die Alliierten zu verlieren. Und haben jetzt auch nur noch 600.000 Mann in Reserve und stehen schon auf 5%. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Mann die im Feld haben. 292 Divisionen. Ich kann mir, glaube ich, nicht anzeigen lassen, wie viele Mann die im Feld haben. Ist auch nicht ganz so wichtig. Jedenfalls werden wir jetzt erstmal den Russen hier einen empfindlichen Kessel zufügen werden hier unten. Also irgendwie versuchen, diese ganzen Divisionen zu töten, die hier drinnen sind, und dann in Ruhe weiter auf Moskau vorrücken. Also der Kessel, den wir vor Ende des Videos hatten, der war ja ungefähr hier. Ich bin jetzt bloß nach Norden ein bisschen vorgestoßen. Ist also noch nicht allzu viel passiert, seitdem ihr das letzte Mal dabei gewesen seid. Alles, was ich jetzt versuche, ist hier weiter schön mit den Panzern vorzurücken, um da dann auch möglichst viele links des Kessels eben einzuschließen. So, da sind wir jetzt gleich über den Fluss drüber. Da können wir ruhig mit angreifen an der Stelle. Das wäre natürlich cool, wenn ich die da auch noch eingeschlossen kriege. Dazu muss ich eigentlich bloß die Jungs da ein bisschen unter Druck setzen. Den da vielleicht mal rausschmeißen. Muss ich eigentlich nur noch hier rein, und dann haben wir die Jungs hier unten wunderbar gekesselt. Können wir vielleicht noch die Runde 2 fahren im Kessel hier? Oh, der ist in 9 Stunden da. Hier können wir jetzt gleich eine schöne Panzerdivision kesseln. Wie lange brauchst du? 14 Stunden. Gut, in der Zeit kannst du den auf jeden Fall angreifen. Geht jetzt wieder eine kleine Panzerdivision beim Russen verloren. Und dann haben wir jetzt hier einen gigantischen Kessel geschlagen. Halt. Ja, da versuchen sie jetzt direkt die Gegenoffensive. Wäre natürlich cool, wenn der Deutsche hier was reinbringen könnte. Jetzt versuche ich den Kessel nach oben breiter zu machen, nach unten über den Fluss breiter zu machen. Gibt natürlich keinen Sinn. Greifen sie jetzt mit allem an, was sie haben. Da können wir gucken, ob wir vielleicht mal in einem der Gebiete zumindest Luftüberlegenheit kriegen. Das sieht im Moment eher schlecht aus. Wobei, vielleicht kriegen wir da oben Luftüberlegenheit. Das könnte funktionieren in der Tat. Da hätte ich eigentlich ungern, dass da einer reingeht.
Damals Luft Überlegenheit. Na gut. Greife ich da einfach mal an, auch wenn das keine Aussicht auf besonderen Erfolg haben wird, aber ich will einfach bloß, dass der lange genug aushält, bis ich da drinne bin. So, jetzt haben wir hier noch eine Panzerdivision in zweiter Reihe. Haben wir hier mal ein bisschen Druck. Drücken wir die mal ein bisschen zurück hier auf der Ebene. Medium Tank Division sieht immer noch ein bisschen schlecht aus. Da schauen wir mal die hier auch noch. Dann jetzt sind es gleich an nichts mehr. 384, jetzt fehlen uns noch 69 Panzer, das ist schon besser. Produktion sieht ansonsten einwandfrei aus, das ist sehr gut. Ah, Mist, da haben sie den Kessel wieder aufgekriegt. Da sind wir gleich wieder drin. Und an der Stelle fehlt uns genau eine Division, um den Kessel dann zu halten. Können wir hier unten langsam mal ein bisschen enger schnüren dann. Ja, jetzt ist hier komplett dicht. Soweit, so gut. Hier scheinen wir jetzt auch irgendwie mal ein paar deutsche Flugzeuge bekommen zu haben. Da unten, das ist jetzt auch sehr, sehr dünn geworden. Jetzt gucken wir mal, wie es mit dem Nachschub aussieht. Da haben wir nur noch hier Probleme. Das heißt, wir können jetzt endlich mal ein paar mehr Truppen an die Front bringen. Das war jetzt lange Zeit mein Problem, dass ich davon eben keine Versorgung hatte, weswegen ich dann da auch keine weiteren Divisionen hingebracht habe. Aber das Problem scheinen wir jetzt nicht mehr zu haben. Machen wir mal hier in der kritischen Stelle den Kessel schön breit. Im Grunde genommen wäre es jetzt fast schon sinnvoll, wenn das einigermaßen gesichert hier ist mit Infanterie, schon weiter vorzurücken in Richtung Moskau. Das scheint mir die klügste Variante zu sein. Ein Stück von Polen haben wir jetzt bekommen. Ich hätte gerne noch Lwów vielleicht. Vom Deutschen, das gibt er mir sicher ab. Lwów, 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 Lwów. Das gibt er mir nicht ab. Okay. Es liegt wahrscheinlich daran, dass das schon irgendwie in der Friedensverhandlung oder sowas aufgelöst wurde. Wie sieht es mit deiner Manpower aus, Deutscher? 590. Alles ein bisschen dünn im Moment. Gehen wir da mal rein mit. So, jetzt haben wir hier 6 Divisionen Verstärkung bekommen. Jetzt sichern wir mal hier mal den Frontabschnitt komplett mit unserer Infanterie ab. Und dann versuche ich direkt mit meinen Panzern mal weiter Spaß zu haben. Ja, das ist ein Großteil der russischen Armee, was wir hier gekesselt haben. Das also definitiv ein tödlicher Streich gegen die Russen. Jetzt markiere ich das mal ein bisschen
Erkenntlicher, nochmal grün und gelb, damit ich genau sehe, was von mir bereits gesichert wurde mit Infanterie und was nicht. Gelbe Infanterie, plopp, schaffen wir mal hier vor. Ich will jetzt so langsam versuchen, die Panzer hier aus der Defensive rauszuziehen. Soll der Deutsche sich da unten um das Schließen des Kessels kümmern? Okay, damit sie bessere Flak fertiggestellt im Upgrade. Kann man jetzt auch schön pushen. Dann hatte ich überlegt, ob man den mittleren Panzer mal ein bisschen im Armor upgraden. Da fehlt uns noch ein Punkt, damit wir 4 Upgrades vergeben können. Zieht euch da mal zurück. Fehlt mir noch eine Panzerdivision. Jetzt habe ich da meine 8. Mit denen rücke ich jetzt vor Richtung Moskau. Zwar mache ich das da unten. Da bin ich schon über den Fluss drüber und da ist die Ebene offen Richtung Moskau. Und dann dürften wir vermutlich schon unser Achievement schaffen. Moment, jetzt fällt mir mal gerade so auf. Eins der Achievements müssten wir eigentlich schon geschafft haben. Romania on a slice of all your starting neighbors. Eigentlich habe ich das doch schon geschafft. Das Achievement müsste ich also schon geschafft haben. Ich habe schon was vom Russen erobert, ich habe was vom Bulgaren erobert. Ich habe was vom Jugoslawen erobert. Das Iron Man, yes. Ah, hier können wir ja mit reinschauen. Wo sind wir denn? Wo sind wir denn? Wo sind wir denn? Okay, also wir haben schon einen Chor von Polen. Also ich kann es nicht so ganz lesen. Also ich kann es schon lesen, aber ich verstehe es nicht so ganz. Any state is a core of the Soviet Union owned by Legionary Romania. State owner? Foreign claims. Ich habe ja hier schon jede Menge Chor von denen. Vielleicht müsste es erst durch die Friedenskonferenz dann laufen.
Auch das mit Polen ist in dem ganzen großen Krieg mit drin. Okay. Da muss ich jetzt einfach bloß Moskau erobern und after 31. Dezember. Okay. Das heißt, wir hätten es laut diesem Ding nicht mal bis zu dem gewissen Datum schaffen müssen. Aber also es reicht, wenn ihr einfach nach dem 31. 41 seid. Aber es schadet natürlich nicht, das auch früher hinzukriegen. So, jetzt gucken wir hier mal kurz rein. Was kann man hier denn noch Sinnvolles vergeben? Special Forces, Paratrooper. Das ist alles nicht so doll. Dann vergeben wir mal den für die Industrieforschung. Das kann nicht schaden. Industrieforschung ja sowieso immer. Und das lohnt sich jetzt auch im Moment wirklich, dass wir diese Flaks geholt haben. Weil die Gegner im Moment tatsächlich über Luft Überlegenheit haben. Aber Freiwilligen will ich nicht. Die nehmen mir nur Supply weg. Und hier unten verhungern jetzt langsam die Russen im Kessel. Dass die das hier unten gegen die Briten nicht so ganz hinbekommen, finde ich ein bisschen schwach vom Deutschen. Aber ich denke, die Lage wird sich ein bisschen entspannen, wenn wir den Russen ausgenockt haben. Wobei den Russen komplett auszunocken, wird wahrscheinlich noch eine ganze Weile dauern, wenn ich mir das hier so angucke. Gehen wir hier direkt weiter. Lass mal euch mal ein bisschen aufladen. Gehen wir hier weiter. Kann ich die hinterherziehen als Absicherungsdivision? Dann kann ich hier weiter Richtung Moskau vorrücken. Mir vielleicht noch mal einen kleinen Kessel schlagen. Auf geht's, ab nach vorne mit euch. Einer von euch bleibt hier. Mal da rein. Drücken wir da weiter vor. Das Pearst Industry ist fertig geworden. Das ist sehr schön. Jetzt mal gucken. 439 Tage lohnt sich natürlich noch nicht. Aber dann tacken wir mal hier weiter. 232 Tage. Die verbesserten mechanisierten. Apropos mechanisierte. 813. Da dürfte man wahrscheinlich schon wieder eins umstellen können. Wenn ich hier umstelle, dann haben wir noch 413, dann kann ich wahrscheinlich noch eine umstellen, dann haben wir noch 13. Sehr schön. Dann geht unsere Armor schön hoch, unser Breakthrough geht hoch, da haben wir mittlerweile 800. Machen wir da noch zu. Und mal kriegen wir den da vielleicht aus dem Bunker raus. Nur den da mal weg aus dem Feld. Und hier weiter vorrücken.
So, dann nehme ich die. Die sollen direkt schon mit vor und die 5 sichern mir dann mal den Weg Richtung Moskau. Hier wird es langsam immer kleiner und kleiner und kleiner. Das ist ein bisschen zu weit. Mal einen schönen Kessel rund um Moskau schlagen. Machen das mal so und der mit da nach vorne. Und boxe den mal kurz raus. So, jetzt können wir mal gucken, wie es hier mit Luft aussieht. Dann schaffen wir die Jungs nämlich mal hier vor. Die haben langsam keinen Nachschub mehr hier. Deutsche Verluste. Millionen Mann gegen die Spanier verloren, ist halt schon traurige Ansage. So, und gleich ist dann Moskau gefallen. Haben es tatsächlich in einem halben Jahr geschafft, als Rumänien Russland einzunehmen. Gut, der Deutsche hat natürlich ein bisschen Truppen mitgestellt, das wollen wir gar nicht unterstellen, dass der nichts getan hat, aber die Hauptkampfkraft habe ich, denke ich, oder den Hauptdurchbruch habe ich tatsächlich, denke ich, mit meinen rumänischen Divisionen geschafft. Japaner wollen uns 10 Divisionen schicken, das können wir schon machen. Jetzt fehlt uns jede Menge Tanks, jetzt müssen wir mal gucken. Würde das denn so auch ankommen? Nicht so ganz. Haben noch Fabriken übrig. Können wir das reinstecken? Und hier haben wir genug Medium Panzer halt noch. Ist das Einzige, was uns da noch wirklich fehlt. Dann holen wir uns mal noch ein bisschen. Holen wir uns mal von Japaner, vielleicht wird es da nicht abgefangen. Mal 4 von dem und nehmen wir es mal so und dann können wir mal noch 1, 2, 3 Fabriken vom Deutschen holen und dann passt das wieder einigermaßen. Gut, dann um den Russen jetzt weiter in Richtung Kapitulation zu drücken, wo der noch überhaupt nicht nah dran ist, weil es halt Russland, aber auch Stalingrad und Leningrad existieren noch, ist ja klar, dass der noch nicht so von der Kapitulation überzeugt ist, würde ich vorschlagen, dass wir uns als nächstes vielleicht. Sie unten ist halt nur Ebene. Das ist halt ideales Gebiet für Panzer zum Vorrücken. Deswegen wäre es wahrscheinlich sinnvoll, wenn wir hier einfach einen schönen Durchbruch mit 6 parallel fahrenden Panzerdivisionen machen. Also irgendwie so einen kompletten Korridor einmal südlich. Dann versuchen hier unten vielleicht nochmal ein paar Divisionen zu kesseln. Lass uns doch das versuchen. Dazu wäre es natürlich gut, wenn dann die Divisionen hier drüben irgendwann mal fehlen. Ich denke, das ist nur noch eine Frage der Zeit.
einer rumänischen Division sich an die Moskau. Jetzt gucken wir mal kurz wieder in unser Achievement rein. Das haben wir jetzt. Jetzt müssen wir also bloß noch den 31. Dezember erleben. Ich denke, das kriegen wir aber irgendwie hin. Gucken wir mal, wenn wir da angreifen. Dachte mir das nämlich schon, weil die haben alle keine Versorgung mehr. Das sieht das nämlich schon ziemlich gut aus. Müssen wir hier bloß einmal ordentlich über den Fluss drüber kommen. Oder wir gehen halt da runter. Hier runter. Wir versuchen schon ein bisschen den Kessel zu schlagen. So, dann schauen wir mal. Schlagen wir mal eine schöne Schneise hier runter. Gut, 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 gut. Dann könnten wir jetzt gucken, ob wir hier ein bisschen weitermachen. Bekommt die mechanisierte 100% mehr Piercing, was natürlich grandios ist. Bei einem Piercing wäre es von 16, dass wir dann auf 32 hochgehen. Okay, zwei von euch greifen da an. Einer geht dahin und ihr greift da bitte dann in der Reserve an. Und euch nehme ich als Sicherungsdivision mit. Genauso wie die Jungs hier. Dann gehen wir mit dir direkt weiter und zwar hier runter. Okay, und dann der fährt so, dann brauchen wir jetzt. Perfekt. Dann brauchen wir jetzt bloß noch die Jungs, die hier so runterfahren. Ja, sehr gut. So sieht das gut aus. Und dann könnt ihr ein bisschen südlicher noch mit unterstützen. Einer von euch kann mal nach oben angreifen. Sicherungsdivision direkt hinterher. Greif ruhig da mal an und du greifst da mal an. Kannst du direkt weitermachen? Oder ach nee, wir wollten ja Richtung Stalingrad. Wir wollen uns also nach rechts orientieren. Okay, dann gehst du bitte so lang. Dann brauchen wir jetzt bloß noch einen, der hier oben lang fährt. Sehr gut. Die Divisionen verteilen wir jetzt hier ein bisschen. Und die zwei schaffen wir mal Richtung Süden.
Welcher war das? Ja, hier. Okay, und das heißt, ich habe jetzt da kein General drauf auf den Panzern, oder wie sieht das aus? Du bitte hier mit vor. Geh du da mal rein. Wahrscheinlich auch nicht schlecht, wenn wir den Kessel kurz fahren. Wie sieht es hier vorne aus? Da schnürt sich jetzt immer enger. So, ich hatte doch irgendwann vorhin mal Infanteristen ausgebildet, genau. Das ist mir jetzt auch gar nicht so wichtig, dass die besonders gut sind. Genauso wie bei den zwei kommenden Panzerdivisionen. Also bei den Panzerdivisionen ist mir natürlich schon wichtig, dass die Kampfkraft haben, aber im Moment will ich jetzt einfach mehr Divisionen, um da auch meinen Push absichern zu können. Dann schaffe ich die mal per strategischer Verlegung hier hoch. Dann fahr doch du bitte mal so lang. In Weißrussland fehlt uns Nachschub. Das ist doch hier vorne irgendwo, oder? Ja, tatsächlich. Machen wir das Ganze doch mal so. Hier bitte weiter den Korridor aufbrechen. Du parallel dazu noch eins breiter, bitte. Oh, das ist allerdings ein Riesenproblem. Da wurde eine Panzerdivision von uns gekesselt. Oh, der hat sich schon zurückgezogen, okay, anscheinend. Äußerst ungern würde ich eine Panzerdivision verlieren. Marschier da mal rein. Wie sieht es hier unten aus? Okay.
Auf geht's, auf geht's, auf geht's. Okay, haben sie die Vision befreit. Sehr gut. So. Sind dann meine zwei strategisch verlegten Panzerdivisionen. Oder habe ich die schon entwurstend eingebunden? Die sind gerade auf dem Weg hierhin, okay. Sollte natürlich nicht frisch strategisch verlegt hier irgendwelche Gefechte führen, auch wenn es Kursk ist. Hier um erstmal weiter nach Stalingrad, nehmen hier die Stadt ein und hier kämpfen mal diese Russen auf offenem Feld. Was wir jetzt dann versuchen können, die Italiener kommen mir hier unten schon ein bisschen entgegen mit dem Plan. Vorne können wir jetzt gucken, wie die russischen Verluste langsam hochgehen. Das sind schon 2 Millionen Mann. Aber gut, wir haben jetzt schon wieder 37 Minuten hier im Video. Das nächste und letzte Video wird dann davon handeln, wie es dem Russen endgültig an den Kragen geht. Wir warten jetzt im Grunde genommen nur noch bis 41 abgelaufen ist und dann versuchen wir jetzt aber natürlich auch noch den Russen in die Knie zu zwingen im Let's Play und vielleicht auch noch die Jungs hier vom Festland zu schmeißen und dann haben wir hoffentlich unsere ganzen Achievements geschafft. Bis dahin, bye bye.